Moin Moin und willkommen zu einem neuen Let's Play 4.2 Project Origin. Ja. Hoffentlich funktioniert es diesmal. ich habe gerade eben schon mal versucht, diesen Part aufzunehmen und mir... Ich weiß nicht, warum, das Spiel hat zwischendurch einfach mal meinen PC gekillt und dachte sich so... Geil, ne? Ja, scheiß drauf, ich mache das jetzt halt einfach normal. Fertig. Viel gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Was ich jetzt halt kenne, ist ja ungefähr die erste halbe Stunde, wobei ich da jetzt wahrscheinlich an den meisten Stellen ein bisschen schneller durchgehen kann. Sollte ich was sagen? Achso, ja, es gibt ein paar Textlogs, die man wohl finden kann, die solche zusätzlichen Informationen. Die werde ich... Ein paar werde ich wahrscheinlich vorlesen, wenn ich glaube, dass sie interessant sein könnten. Die sind so in Kategorien unterteilt. Eine Kategorie würde ich behaupten, ist interessant. Die anderen werde ich nicht vorlesen. Weil ich dazu ehrlich gesagt einfach zu faul bin. Und ich will jetzt nicht das ganze Spiel nur mit Lesen verbringen. Okay, wir machen einfach ein neues Spiel. Wahrscheinlich hat der Spielstand vom letzten Mal eh nicht gespeichert. Weil halt, wie gesagt, Spielabsturz, bla blub. 4-2, normal, alles gut. Los geht's. Voriges Spiel aufgeben. Ach, jetzt sogar doch noch. Ja, aber stimmt, ein Autosave-Point wird nur irgendwo vorhanden sein. Scheiß drauf. Sie wurden von einem Posten abgezogen, um an einer Spezialmission im Gewerbebezirk Auburn teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten, in den privaten Wohnbereich von Genevieve Aristide, oder Genevieve Aristide, ich habe schon wieder vergessen, wie man sie ausspricht, von der Armachem Technology Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Sie wird ihnen Anweisungen geben, wohin sie zu bringen ist. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich, glaube ich, noch ein, zwei Sachen an der Steuerung umstellen wollte, was ich jetzt natürlich wieder vergessen habe. Sehr gut. Hallo, Alma. So, genau, das Spiel, Abschnitt 1. Vorwarnung. Das habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht gesehen. Okay. Das Spiel ist stellenweise zumindest schon mal wieder sehr, sehr dunkel. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass man das auf der Aufnahme trotzdem alles anständig erkennen kann. Dieses kleine Mädchen kennen wir ja noch. Zum ersten Teil. Alma. Ja. Sieht eigentlich ganz geil aus hier. Da vorne flimmert was, da vorne ist wieder Alma. Oh, das sieht aus wie Lava. Lass uns reinspringen. Oh, zu früh gesprungen. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristide-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stolz, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armachem Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armachem-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. Centcom glaubt, der Aufsichtsrat von Armachem möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt!
Er ist übrigens der Vollidiot des Teams, mit dem wir dann gleich losziehen dürfen. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armor-Camp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltestelle, Jungs. So. Anhand dieses Dialogs kann man schon feststellen, das Ganze spielt offenbar kurz nach 4.1. Zumindest scheint mir das so. So, genau. Wir sitzen in der Sackgasse, wie mir scheint. Genau. Es gibt hier PDA-Ziele. Dort oben haben wir auch dieses Datanet. Offensichtlich bleiben die Sachen vorhanden. Sehr gut. Die Sachen habe ich nämlich beim letzten Mal eingesammelt in der verlorenen Aufnahme. Zumindest das hier. Granaten, genau, habe ich noch gar nicht. Ja, das sind dann die Sachen, also Genevieve Aristide werde ich glaube ich nicht vorlesen. Projekt Harbringer, keine Ahnung, was das sein soll, werde ich wahrscheinlich halt auch nicht vorlesen. Wobei Beckett, das sind ja wir, da kann man vielleicht zumindest mal reingucken. Und Project Origin, weil es halt vorhin der Name des Spiels ist, gehe ich davon aus, dass das etwas ist, was man vielleicht lesen sollte. Deswegen machen wir das ganz einfach so, das hier zeige ich jetzt einmal kurz. Und wer will, kann das dann selbst lesen. Das Scrollen ist übrigens grauenvoll. Es funktioniert nämlich zum einen nicht immer richtig, habe ich das Gefühl. Und zum anderen muss ich es machen, indem ich diesen Balken da rechts runterziehe, was mir auch etwas unpräzise vorkommt. Aber okay, das geht ja. So. Genau, Keegan, ich weiß schon nicht mehr, wer das ist. Keegan muss ja einer von den Leuten gewesen sein. Also das kriegen wir eigentlich erst in 10 Minuten, sag ich mal. Ich zeige das jetzt hier einfach schon mal, weil ich nicht weiß, ob ich die nochmal so genau wiederfinde. Genau, ich weiß nicht, wer Keegan ist. Ist es der mit uns unterwegs ist? Ich habe nicht darauf geachtet. So, Beckett jedenfalls sind wir. Paragon-Untersuchungsergebnis. Körperliche Verfassung? Hervorragend. Mentale Stabilität? Hervorragend. Telästhetisches Potenzial? Was auch immer das ist? Hervorragend. Anmerkung: Der Proband hatte Schwierigkeiten in der Schule, brillierte aber im Militärdienst. Zudem sind seine Paragon-Ergebnisse die besten, die ich je gesehen habe. Abgesehen von den der Origin-Prototypen. Mit telästhetischer Verstärkung könnte er sogar Paxton Vettel übertreffen. Ich sehe gerade, jetzt funktioniert das Scroll noch wieder richtig. Das ist schon mal schön zu wissen. Harbringer-Status genehmigt, was auch immer das ist. Was war mit ihm hier? Genehmigt? Genehmigt, warum auch mal. Viel Glück, was ist das? Habe ich das letzte Mal gelesen? Ich glaube nicht. Harbringer-Kandidaten umleiten, bla bla bla. Achso, ja. So, Project Origin Plan B. Von, was ist das? Von Armacum an Genevieve. Sie hat ja auch irgendwas mit Armacum zu tun gehabt. Ich habe schon wieder vergessen, was. Miss Aristide, bin jetzt bei der Kammer. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, Harlan plant, Alma freizulassen. Ich setze Plan B um. Wenn Sie, wie Sie es angeordnet hatten, bereiten Sie sich auf den großen Knall vor. Oh, jetzt ergibt das alles deutlich mehr Sinn. So. Also halt diese Sachen kann man auf jeden Fall finden. Ansonsten gibt es glaube ich nicht wirklich was man in diesem Spiel finden kann. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab es auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich den Blut nachzuurteilen. Beeilt euch, Leute. Das ist Jankowski. Okay. Ich werde mich halt nach Möglichkeit schon an den meisten Stellen umsehen. Das werde ich mir jetzt hier halt in dem ersten Teil auf jeden Fall erstmal klemmen können, weil wie gesagt, hier war ich schon. Los jetzt. Hab nicht viel gefunden, außer halt die Textlogs. Ich kann mal gucken, ob die immer noch hier liegen. Einer lag auf jeden Fall irgendwo hier in diesem Raum. Ich glaube da hinten. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse. Ja, hier lag einer. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie.
Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Ach, Keegan ist unser Chef hier, wie mir scheint. Eine Sache, die ich relativ interessant finde, wir haben hier wieder mal eine Taschenlampe. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich nicht benutzen sollte, weil die Gegner die wahrscheinlich bemerken können. Denn ich habe schon festgestellt, das ist eine ziemlich gute KI eigentlich in diesem Spiel. Ich hänge gerade fest. Er blutet. Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Achso, nee, das ist unser Chef, Griffin. Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm. Naja, er überlebt. Ich sollte auch für mich immer in die Gegner rein, auch in meine eigenen Leute hier reinzubacken. Wenn ich jetzt schon damit anfange, mache ich das ganze Spiel nur wieder kaputt. Ganz doofe Idee. Blick, was? Da draußen? Ja. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Kriegen wir hin. Wenn da jemand hinter der Tür steht, kriegt er gleich auf die Fresse. Kontakt. Oder der Bonus. Bereit machen. Abknallen. Okay. Was sind das für Leute? Hat sie gerade von hinten auf mich geschossen? Hörst du damit auf, Mädchen? Ich glaube, ich nehme das mit der intelligenten KI zurück. Wenn sie von hinten auf mich schießt, nur weil ich ihr quasi zufällig im Weg stehe, wo sie hinprogrammiert wurde, meine Güte. Die hat mir gar ganz schön viel Schaden gemacht. Soviel zum Thema intelligentes KI-Design, ja. Sehr gut. Will ich jetzt auch. Darf ich nicht. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Genau. Hier irgendwo müsste auf jeden Fall eins von den Textlogs gelegen haben. Dann respawn, also dann werden die beim neuen Spiel nicht wieder aufgenommen, sondern die hat man für immer. Wie dumm ist das denn? Aber gut. Und welchen anderen Eingang, Mädchen? Nee, ich frage. Ich gehe einfach mal rein. Treppensteigen. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Jo, oder was mir nicht gefällt? Ich lauf. Ich sehe da was mir nicht gefällt. Ich lauf mal kurz. Genau. Das war Panzerung. Ich glaube, ich habe. Nee, da geht's nicht durch, also laufen wir hier weiter. Hier ist Schöner Gelb Aristid. Hören Sie mich. Beeilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vanex, Leute. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Finden Sie mich, bin ich tot. Okay. Das heißt wohl, wir sollten uns ein bisschen beeilen. So, stimmt. Medikits gab's wieder, auch wenn ich tatsächlich noch keins gebraucht habe. Was ich gut finde. Ah, Granaten. Upsala. Ich habe tatsächlich noch leichte Probleme mit den Gegnern. Was an sich ein gutes Ziel ist, weil ich es auch jetzt nicht schlecht finde, so ein bisschen eine Herausforderung zu haben. Weil die Gegner sind gar nicht mal so doof, könnte man sagen. Sie bewegen sich gerne auf mich zu, nutzen die Deckung und sind doch nicht gerade langsam. Meistens. Der jetzt gerade ewig schon ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ups. Nice, Headshot. Ich muss wirklich sagen, das KI-Design der Gegner gefällt mir hier erstmal. Weil die halt wirklich gefährlich werden können. Das waren jetzt, keine Ahnung, wie viele. 6 Stück oder so.
an denen merke ich schon, okay, wirklich größere Mengen an Gegnern könnten, oder würden mir ziemliche Probleme bereiten. Und das finde ich eigentlich gut. Weil es, ich muss aber nicht sagen, es stört mich so ein bisschen, dass man oftmals einfach durch solche Shooter durchrennen kann. Verdammt, ich wollte es nur runterschlagen, ich wollte es nicht, wie es geht. Dass man einfach so durchrennen kann und alleine irgendwie mal eben 100.000 Leute niedermetzelt. Das wirkt einfach dämlich, finde ich. Deswegen, dass man jetzt hier offenbar Gegner hat, die tatsächlich gefährlich werden können, finde ich echt eine super Sache. Was? Schließen? Was denn schließen? Ach so, nee, stimmt. Ich kann irgendwie. Ich kann alle möglichen Sachen als Deckung verwenden, was an sich auch eine schöne Sache ist. Alles klar hier. Heute auf Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Er sinkt. Oh, ich glaube, da ist einer reingerannt. Oh, das waren die Eier. Arme Sau. Oder zumindest irgendwo in der Gegend. Nice. Ich meine, gut, ich wusste jetzt, dass da an dem Helikopter Gegner runterkommen. Aber auch beim letzten Mal, wo es ja noch quasi komplett blind war, habe ich die ohne Probleme erwischt. Mann, es läuft. Das läuft. Die Gegner rennen mir quasi alle ins genau ins Visier. Freut mich. Brauche ich weniger Zielen. Könnte man hier rein? Nein. Ja, könnte. Ne, ich glaube, Springen und Ducken funktioniert hier nicht zusammen. Na gut. Wieso nehme ich Munition automatisch auf? Muss man bei Granaten bestätigen, sie aufzunehmen? Das habe ich gesehen. Ah. Okay, das war dumm. Ich stand einfach mitten in der, im Offenen und wurde nur angeschossen. Habe ich nicht eine Medikit gesehen, beim Reinkommen? Wahrscheinlich sah es nur so aus. Was ist das hier? Nö. Ah doch, hier. Sehr gut. Ja, okay. Jetzt hätte ich gerne wieder ein bisschen Panzerung nach der Aktion gerade. Ich auch. Sehen vermutlich alle hinter Godot her. Godot scheinen übrigens wir zu sein, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum man uns so nennt. Erwischt. Das hier soll, weiß ich auch nicht. Durch die Tür kam man offenbar nicht durch. Deswegen einfach. Hopp. Erstmal in den Abgrund springen. Oder zumindest fast. Das Ding stürzt nicht ab. Das ist ja auch gut zu wissen. Was ist das hier? Auch nichts. Okay. Dunkel. Alma, bist du das? Sie ist seit 12 Jahren da drin und schwebt im Dunkeln. Okay, Alma ist wieder da. Gut, dann brauche ich sie ja gar nicht vermissen. Was ist das? Ich glaube, das war der richtige Weg. Hier ist Panzerung, das freut mich. Oh, sogar voll. Im ersten Teil hat die doch so eine Weste nicht komplett aufgefüllt, oder? Oder wurde das, glaube ich, komplett irgendwie ein bisschen anders gehandhabt oder so? Gesehen.
Von welcher Seite bitte? Mist. Fast daneben. Ui, wo kommst du her? Egal, hab sie erwischt. Waren das alle? Ich hoffe es mal. Oh, was ist das? Achso, Medikits. Medikits, die ich nicht tragen kann, weil meine Gesundheit voll ist. Und das muss man sagen, auch wenn ich jetzt gesagt... Oh, das habe ich offenbar letztes Mal übersehen. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich finde die KI nicht schlecht und ich glaube auch, dass sie in Mengen quasi gefährlich werden kann. Bisher geht's noch. Sie schaffen es zumindest noch nicht, meine Panzerung zu killen. Das ist ehrlich gesagt gut, weil wenn ich jetzt schon Probleme kriege, ich gehe ja davon aus, dass das Spiel später noch schwerer wird. Ja, doof. Was ist denn das überhaupt? Achso, das ist wieder von Genevieve. Kein Bock, das vorzulesen. Ja, okay, hier ist es jetzt wieder... Ich kann nicht weiter nach unten scrollen. Es sieht aus, als wäre da noch mehr, aber offenbar ist da nicht mehr. Ich weiß nicht, was das ist. So, die Fenster sind schon kaputt. Okay. Könnte man sich hier irgendwo umsehen? Nee, ich glaube, ich muss nach oben. Ups. Wow, großartig. Genau dann, wenn ich gerade nachladen will. Gut, der Schaden war unnötig. Wie habe ich das beim letzten Mal übersehen? Nicht fragen. Ne, auch das alle. Hübsches Badezimmer. Ja, schon das Typische. Wir hatten da in einem Raum mit dem Pool. Wow. Kugelsicherer Fernseher. Nice. Was wollte ich sagen? Genau, in dem Raum mit dem Pool hat zum Beispiel die Taschenlampe geflackert. Jetzt gerade das Interface ein bisschen geflackert. Da sind immer ziemlich deutliche Anzeichen, dass Alma offenbar anrückt. Sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Jetzt weiß ich, wo ich die Stimme kenne. Den Sprecher kenne ich aus Gothic. Genau, hier lagen, glaube ich, die Sachen zu, die beiden Einträge zu Beckett und dem Keegan, hieß er? Ah. Sergeant Beckett, wo ist der Rest des Teams? Keine Ahnung. Wir haben wenig Zeit. Sie und ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Die Frage ist aber sehr gerechtfertigt. Wo zur Hölle ist unser Team eigentlich hin? Wir halten ja scheinbar auch gerade keinen Funkkontakt zueinander. Man sollte vielleicht mal fragen, Leute, seid ihr noch da? Wie geht's dem Typen, der angeschossen wurde? Oh Gott, das ist sie. Dieser Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Sergeant Beckett, was ist los? Ist was? So, und hier ist jetzt gerade ungefähr mein Spiel abgekackt beim ersten Versuch. Deswegen ab hier kenne ich es dann jetzt wieder nicht. Ich laufe erstmal Alma nach. Wird schon nicht falsch sein. Ist jetzt, ne, da oben die Tür war zu. Moni, kann ich die Moni aufnehmen? Tatsache.
Hörte nicht sogar 4-1 mit einer Explosion auf? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es fühlt sich schon so lange her an. Nehmt sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Ihre Mission wurde von einer enormen Explosion unterbrochen, deren Zentrum anscheinend in Auburn, dem Gewerbebezirk von Fairport, liegt. Das Ausmaß der Zerstörung ist nicht abzuschätzen. Das Schicksal ihres Teams liegt im Dunkeln. Naja, wobei, wir haben gerade mindestens zwei noch gehört. Und zwar den Idioten und die Frau in unserem Team. Mit dem Rest? Keine Ahnung. Aber die waren ja bei uns in der Nähe. Also wahrscheinlich sind sie noch am Leben, wenn wir leben. Er reagiert auf die Medizin, prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. EVT oder Kammerflimmer. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Ich verstehe bloß nicht viel davon. Ich habe nicht so viel Ahnung von Medizin. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Habt ihr doch kurz was gesehen? Ach so, ich habe mich schon gefragt, was das mit diesem komischen Visor ist. Weil niemand anders hatte irgendwie einen Helm auf oder so. Beckett spricht ja leider nicht. Genau, Stokes war die Frau in unserem Team, sie lebt also noch. Und Griffin war unser Chef, glaube ich. Was? Achso. Was haben wir denn da? Krankenhaus. Aha. Das könnte vielleicht mal interessant sein. Wie geht's uns denn momentan? Der Patient erholt sich von der Operation mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Lebenszeichen sind wieder annähernd normal. Dr. York wurde alarmiert. Und wird erscheinen, sobald er die letzte Aktivierungs-OP durchgeführt hat. Was denn aktivieren? Sollte der Patient vorher aufwachen, erklären Sie ihm, dass er aus der Explosionszone evakuiert wurde. Der Patient darf den Raum nicht verlassen. Was ist das für ein Piepton, den ich da höre? Okay, ich hab Taschenlampe. Verlassen wir mal den Raum, ne? Hat doch bestimmt niemand was dagegen. Alma? Keine Ahnung. Recovery 101. Was haben wir hier so? Leeres Bett. Okay, zumindest keine Leiche. Ist ja mal ein Anfang. Auch in der Dusche keine Leichen. Eine rollende Flasche. Die leer ist. Stell es normal aus. Okay. Was haben wir hier? Sich bewegende Lampen. Ja, ne. Was haben wir da? Griffin, genau. Okay, das könnte... Ich glaube, dieses Projekt Harbinger sollte ich vielleicht doch lesen. Mentale Stabilität exzellent. Bei uns war es hervorragend. Ist jetzt exzellent besser als hervorragend? Ich weiß es selbst nicht so genau. Telästhetisches Potenzial überdurchschnittlich. Der Proband zeigt vorbildliche akademische und militärische Leistungen. Aufgrund seiner mentalen Kraft hat der Proband eine realistische Chance, ich schätze sie auf 20-25%, den Aktualisierungsprozess ohne schwerwiegende kognitive Regression zu überstehen, wie sie bei gescheiterten Kandidaten aufgetreten ist. Eine realistische Chance, das zu überstehen, sind bei dir 20 bis 25 Prozent. Ja.
Das ist nicht viel. Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir heute Feierabend und sehen uns dann beim nächsten Mal hier in dem Krankenhaus offenbar ein bisschen um. Bis dahin.